2024 ist einfach fast vorbei. Das ganze Jahr ist gefühlt wie verflogen. Wir haben schon Oktober, wir haben nur noch 3 Monate von diesem Jahr. Und ich persönlich denke mir dann immer, was bringt es jetzt noch, wenn ich jetzt noch irgendwas mache? Ich könnte ja bis nächstes Jahr warten. Aber letztendlich sind es halt noch 3 Monate, wo man super viel machen könnte, was man sonst einfach verschwendet, wenn man bis nächstes Jahr wartet. Und darum soll es im heutigen Video gehen. Länger kam jetzt kein Video. Das lag daran, dass ich einfach keine Videoideen hatte und ich dachte, dieses Daily Vlog ist halt ein bisschen langweilig, weil ich halt immer noch Schüler bin und das Leben da sehr eintönig ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jede Woche nur noch ein Video zu machen, was dafür halt qualitativ hochwertiger ist und vielleicht ein bisschen interessanter ist und ein bisschen mehr Input hat als so diese langweiligen Daily Vlogs, wo ich gefühlt eh nichts mache. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Genau, also ich habe 4 Punkte rausgesucht, über die ich heute reden werde, warum es vielleicht doch etwas hilfreich ist, wenn man schon jetzt anfängt, seine Ziele zu erreichen versucht, wenn das Deutsch war, und nicht erst im Jahr 2025 damit anfängt. Und genau, wir gehen so durch diese Liste einmal durch. Und eins bezieht sich so ein bisschen auf die Dauer, weil es trotzdem nur noch 3 Monate sind. Und wenn man die einfach so wegwirft, hat man halt gar nichts erreicht. Es war einfach nur rumsitzen und man wartet so ein bisschen auf 2025, aber könnte jetzt schon anfangen, was halt total unnötig ist und es deswegen einfach viel sinniger wäre, einfach vom ganzen Sinn her, wenn man jetzt schon mit seinen Zielen anfangen würde, wenn man dann vielleicht viel schneller ist, viel motivierter ist, als dass man noch 3 Monate rumgammelt und einfach gar nichts macht. Als kleine Motivation in unserer schnelllebigen Welt könnte man sagen, dass man halt seine Ziele vielleicht schon im Dezember dadurch erreichen könnte und nicht erst irgendwann im Sommer nächsten Jahres, was vielleicht so ein bisschen als Motivation dient, weil alles ja teilweise relativ schnell geht. Und ja, dann ist man natürlich motivierter, wenn man seine Ziele schneller erreicht. Und warum sollte man dann erst im Januar damit anfangen, wenn man jetzt dieses Jahr im Oktober schon anfangen könnte und dieses Jahr seine Ziele noch erreichen könnte, beziehungsweise so den Zielen näher kommen könnte. Der zweite Punkt ist, dass man die Monate einfach schon produktiv nutzt, was generell einfach für das Leben gut ist, für einen selbst gut ist und für das Mentale natürlich auch richtig gut ist. Man kann halt jetzt schon seine schlechten Gewohnheiten abtrainieren, auch wenn man erst im Januar mit seinen Zielen beginnt, was halt unnötig ist, aber wenn man das tun sollte, dann kann man halt jetzt schon beginnen, seine schlechten Gewohnheiten abzutrainieren, zum Beispiel, keine Ahnung, was ihr für Ziele habt, aber Fastfood-Essen bisschen minimieren oder, keine Ahnung, früher aufstehen, mehr machen, das könnte man ja jetzt schon mal, sage ich mal, anfangen und dann hätte man im Dezember oder im Januar schon mal diese Gewohnheiten abtrainiert und so kann man dann einfacher an seine Ziele kommen, wenn man dies schon mal gemacht hat. Dazu könnte man sagen, wenn man zum Beispiel, wenn man das Ziel hat, früher aufzustehen und nicht nur um 12 Uhr mittags aufsteht, sondern morgens aufsteht, lebt man halt nicht so in den Tag, sondern man hat irgendwie so ein Goal, wisst ihr? Man hat ein Ziel, warum man überhaupt aufsteht. So, ich denke, viele von euch, die dieses Video gucken, kennen das. Man steht so auf und denkt so, boah, warum stehe ich jetzt eigentlich auf so? Ich könnte auch einfach liegen bleiben. Und es wäre so egal, weil man einfach kein Ziel vom Tag hat und keine Motivation hat, überhaupt aufzustehen. Und ich glaube, wenn man einfach jetzt schon diese Ziele verfolgt und jeden Tag einfach so ein Ziel hat und einfach irgendwas, was man verfolgen kann, irgendwie so ein Ding einfach, was in seinem Leben ist, was einem einfach Motivation gibt, aufzustehen, allein dafür lohnt es sich ja schon mal. Und dadurch lebt man halt nicht so in den Tag, sondern kann einfach morgens aufstehen und denkt so, boah, ich lebe heute, weil ich das und das erreichen will irgendwann oder weil ich das und das heute tun will. Das reicht ja auch schon, wenn man so kleine Ziele hat, auch so Tagesziele, so To-Do-Listen oder so, die helfen ja auch schon, sein Lifestyle zu was Besserem zu verändern. Ich glaube, das hilft schon ziemlich. Vergesst niemals, ihr müsst das Leben einfach wie ein Spiel sehen und genau so auch eure Ziele. Stellt euch vor, ich weiß nicht, ihr wollt in ein neues Level. Ihr habt die Chance, in ein neues Level zu kommen. Ihr habt jeden Tag eine neue Chance, irgendetwas zu erreichen, irgendwie weiterzukommen, Fortschritte zu sehen, Veränderungen zu sehen. Und das müsst ihr euch immer vorstellen. Jeden Tag könnte eine neue Chance kommen. So egal, in welchem Genre ihr seid, egal was ihr machen wollt, es kann immer etwas Neues passieren. Stellt euch vor, ihr macht Musik, so und es läuft nicht, ihr habt keine neuen Zuhörer, whatever. Und plötzlich macht ihr irgendwie einen Song und der geht plötzlich ab auf TikTok, er wird viral. Und heutzutage ist es ja so, dass ihr dann plötzlich voll den Hype bekommt oder zumindest der Song. Und boom, plötzlich habt ihr eine neue Chance, berühmt zu werden. So, und hättet ihr diesen Song nie released, hättet ihr nie die Chance dazu bekommen, dass der so Fame wird, so gehypt wird, so TikTok viral wird. Ihr hättet nie die Chance gehabt und nie die Veränderung auf eurem Kanal gesehen, also auf eurem Spotify-Kanal, wie das verändert werden kann.
Also diese Veränderung wäre nicht da gewesen, hättet ihr nicht einmal angefangen. Und so ist es bei jedem, bei jeder Sache, die ihr macht, egal ob Gym, beim Gym zum Beispiel, seht ihr nicht gleich Veränderungen. Das ist normal, so weiß jeder. So Veränderungen seht ihr nach 1, 2 Monaten vielleicht oder länger, ist bei jedem unterschiedlich, egal wie ihr durchzieht halt. Deswegen, ihr müsst dranbleiben und dann seht ihr wirklich Chancen und Veränderungen. Also wirklich Chancen. Ihr habt jeden Tag eine neue Chance, euer Leben zu verändern und dadurch dann halt auch Veränderungen zu sehen. So, und gerade diese Chancen nutzen. Imagine, ihr nutzt die Chancen nicht oder wartet auf die Chancen bis nächstes Jahr. Imagine, ihr würdet bis nächstes Jahr warten, um diese Chancen einfach zu nehmen. Imagine, die Chancen wären dann nicht mehr da. So, stellt euch vor, ich weiß nicht, auf Musik bezogen, es gäbe ein Label und die suchen Leute und ihr macht jetzt Musik und hättet jetzt die Chance, zum Label zu kommen und nächstes Jahr hat irgendwer einen Platz belegt und das Label ist voll oder sucht gerade keine Talente, whatever, und die Chance ist weg. So, manche Türen gehen auf und sind für immer offen vielleicht in eurem Leben, wenn ihr zum Beispiel einen Schulabschluss habt oder so. Aber manche sind wirklich nur zeitbegrenzt. Und warum nicht die Chancen jetzt nutzen? So, you know, wie dumm, wenn man erst nächstes Jahr damit anfängt. Man könnte das alles jetzt schon haben. Man könnte im Dezember, zum Beispiel Gym, man könnte im Dezember in diesem Jahr noch Veränderungen sehen, anstatt bis nächstes Jahr, März. Guck mal, wenn ihr Januar erst anfangt, dann seht ihr erst im März oder so Veränderungen. So, das ist voll lange noch hin. Wenn ihr erst im Januar seid, okay, dann sind es vielleicht noch 2, 3 Monate. Aber von jetzt sind es trotzdem noch 6 Monate oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt hättet ihr 3 Monate Zeit, das schon zu machen und es dieses Jahr noch zu erleben. Und es wird natürlich auch Motivation geben. Aber nutzt die Chancen und seht die Veränderung for real. Also ehrlich. Ja, Freunde, irgendwie geht mein Mikro nicht mehr, keine Ahnung. Amazon-Qualität, aber egal. Wir kommen zum letzten Punkt. Und ich finde es auch so der wichtigste Punkt. Ihr habt einfach keinen Stress. Stellt euch vor, ihr fangt erst Januar an, wenn alle anfangen. Das ist einfach stressig. Jeder stresst jeden. Und wenn ihr jetzt schon anfangt und schon mal diesen Fortschritt habt, den niemand anders irgendwie hat, dann seid ihr einfach entspannter. Also ihr könnt die Weihnachtstage vielleicht chillen, weil ihr davor schon viel gemacht habt. Und habt jetzt schon Zeit, ein bisschen so eure Ziele anzupassen oder den Weg dahin anzupassen. Selbst alles zu reflektieren, weil ihr einfach diese Zeit habt. So 3 Monate. Auch wenn ihr vielleicht erstmal so euch darauf vorbereitet, im Januar richtig anzufangen. Ihr habt einfach 3 Monate Zeit, weiterzukommen als andere, die erst im Januar anfangen, weil ihr die meisten im Januar anfangen und dann eh nicht durchziehen. Und das ist einfach praktisch. So stellt euch vor, alle fangen im Januar an und ihr seid einfach schon meilenweit voraus, weil ihr 3 Monate vorher angefangen habt. So warum sollte man die 3 Monate verschenken, weil man eh viel weniger Stress hat dann. So, dann könnt ihr schön irgendwie, weiß ich nicht, an Weihnachten da sitzen und müsst euch gar nicht wie im nächsten Jahr stressen und sagen, boah, ich muss ab Januar, ab dem 1. das und das und das machen und ich muss das und das und das erreichen, weil ihr einfach schon damit angefangen habt, so wisst ihr, und einfach schon denkt so, yo, klar, ich will das und das nächstes Jahr erreichen, aber ich bin schon dabei und ich muss nicht von null anfangen. Und es ist einfach nicht stressig, weil man schon in so einem Flow ist vielleicht oder ein bisschen mehr weiß, sich Wissen angeeignet hat, whatever, irgendetwas. So, wenn ihr jetzt, egal mit was anfangt, ihr seid alleine an Weihnachten einfach schon weiter und wie stressig das für andere ist, wenn man im Januar anfängt, wenn alle anfangen und dann vielleicht unmotiviert ist, weil es bei einem selbst nicht klappt. Wie stressig. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. War mal ein bisschen anderes Video. Ich habe mal versucht, ein paar Locations auszuwechseln, das ein bisschen cooler zu machen als sonst. Ich habe ein bisschen mit Mikrofon gefilmt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren, weil ich glaube, es werden solche Videos wieder mehr kommen, weil ich einfach diese Videos feiere und mehr machen werde. Und ja, kommentiert irgendwas, wenn ihr Bock habt. Kommentiert für den Algorithmus, wenn ihr mich supporten wollt. Oder Kritik, ich bin kritikfähig. Macht, was ihr wollt. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Video, nächste Woche. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.